So, muss ich da unten irgendwas beachten? Da ist eine Höhle. Ja, und da kriegen wir noch den Energiekern. Nein, da kriegen wir nicht Energie. Warum? Das Spiel, das teast einen immer die ganze Zeit und dann, dann zeigt es einem so den Mittelfinger. Das Kartenfragment haben wir zumindest jetzt. Das ist immerhin schon mal was wert, aber hier kommen wir... Oh nein, ich will das Energiefragment. Autsch. So, das nehmen wir mit und wir setzen das Kartenfragment ein. Was kriegen wir denn Schönes? Heieiei, wie wir da hinkommen, wissen wir natürlich immer noch nicht. Aber wir sind jetzt schon ein ganzes Stück näher. Immerhin, ich glaube, durch die Spinnen. Aber ich wünschte, ich könnte schon da oben hin. Wir brauchen einen Doppelsprung. Wir werden, wenn wir, wenn wir so eine Sachen haben, werden wir nochmal richtig die Level aufräumen. Hoffe ich. Nehme ich jetzt, sage ich jetzt mal vollmundig. Huch. So, das nehmen wir natürlich auch nochmal mit. So, la la la. Ich hoffe, wir kommen irgendwie zum... Was bist du denn für ein Kuchen? Autsch. So, das war er. So, den haben wir fachmännisch zerlegt. Yeah! Und wir haben wieder einen Fähigkeitenpunkt. Erstmal kümmern wir uns um den Kuchen. Autsch. Mist, der macht das Ding dann nicht kaputt, ne? Boah, der blöde Kuchen. Der nervt, der Kuchen. Der soll das mal lassen, der blöde Kuchen. So, jetzt war er ein bisschen böse, aber jetzt ist er auch schon wieder tot. Oh, guck mal da unten. Oh, da will ich hin. Was ist denn das? Hm. Was ist denn dieses hier? Ich glaube, da kann man nichts machen. Vielleicht später, aber nicht jetzt. Nein! Nicht schon wieder hier! Ich hatte einen Fähigkeitenpunkt, ich hätte direkt speichern sollen. Ich bin so blöd. Ich bin der Blödeste der Blöden, Blöden, der Blöde, 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 Blöde. Oh, wir waren so weit schon. Oh nein, oh wie ärgerlich. Och nö. Okay, diesmal, wenn wir einen Fähigkeitenpunkt haben da drüben, dann speichern wir sofort. So. Das schmerzt mich in der Seele. Das schmerzt einfach nur. Wir hätten sofort speichern sollen. Och, Manno. Wie doof. Und wie gemein, dass man später natürlich noch zwei... Oh nein, jetzt müssen wir hier wieder lang. Nein. Man erkennt erst später, wie praktisch so ein Sog dann noch wird.
wie cool das da unten ist. Ich will da dringend rumtauchen. So. Ach man, alles normal. Alles für die Katz. Ach ja, da kommen wir ja gar nicht weiter. Ich nehme einfach mal alles mit. Die Seelenverbindung ist bereit. Da freue ich mich natürlich sehr. Das war schlau. Genau, stell dich noch mitten rein. Am besten jetzt noch sterben. Ja, da müssen wir noch gar nicht rein. Ich darf es jetzt nicht zu eilig haben, weil sonst mache ich zu viele Flüchtigkeitsfehler. Ich will da rein. So, das hier holen wir uns nochmal. Das Kartensteinfragment. Damit lösen wir wieder die Karte ein. Abermals. Ach, seufz. So, einmal kurz das Kartensteinfragment. Bums. Damit haben wir jetzt die Gebiete, die wir noch nicht erforscht haben. Heieiei, und da oben, ach, da oben ist noch ein Tor, da geht's noch dahin. Wir kriegen noch eine Menge XP-Dinger, wie es aussieht. Da oben leider nicht. So gern ich würde, aber wir brauchen dafür Doppeljump. Den Doppeljump. Guter alter Doppeljump. So, plus 25, wir sind fast wieder voll. Und da rechts sehe ich wieder so einen Wegweiser. Ging es da links noch irgendwo weiter? Sind wir da weiter gegangen? Das darf doch nicht wahr sein, wir sind da weitergegangen. Wir sind genau hier weitergegangen, da war nämlich der blöde Kuchen. Blöder Kuchen. So, Kuchen ist tot. Das Ding haben wir weggewatzt und jetzt, genau, jetzt kriegen wir nämlich schön, dann mache ich nämlich hier mal einfach die Seelenverbindung. Ich weiß, die war vorher schon bereit, aber ich wollte noch ein bisschen mit dem Ding warten. Stichflammeffizienz halbiert die Kosten der Stichflamme. Ultrageistermagnet. Die meisten einsammelbaren Gegenstände werden automatisch absorbiert. Vielleicht sollte man das mal machen. Stichflammenbrand vergrößert den Radius. Ja. So, ich mach mal das hier erstmal. Hey, Kuchen! Blöder Kuchen. Seelenverbindung ist jetzt schon wieder bereit, weil wir natürlich... So, Kuchen ist weg. Unten... Oh, ich will unten lang. So, gespeichert haben wir ja gerade. Hey, Kollege! So, genau da wollte ich hin. Eigentlich wollte ich oben das Tor aufmachen mit dem, wenn das ginge. Aber dann dachte ich mir, hey, eine Lebenszelle kann man ja auch mal mitnehmen. Vielleicht kommt er nochmal wieder, ich weiß es nicht. Ist nochmal da? Ja, er ist nochmal da. Wie kriegen wir den... der alte Wabbel ist auch wieder da. Boah, das ist aber... Springt der vielleicht auch? Hä?
Hey, Kuchen! Na toll. Was ist denn das da? Ich habe keine Ahnung, was es ist. Ich will es vielleicht auch gar nicht wissen. Ist wahrscheinlich die Mutter vom Kuchen, also Mutterkuchen. Boah, Alter. Da bin ich ein bisschen mit dem Latein am Ende. Die müssen auch irgendwie die grünen Türen aufmachen, oder? Weil die Türen leuchten grün. Die Viecher leuchten grün. Hey. So, das hole ich mir jetzt nochmal, speichere eben nochmal. Und vielleicht mache ich mal ganz kurz eine Aufnahmepause. Freut sich Zukunftsgronk. Und ich kann erstmal ein bisschen schneiden gehen. Ich habe irgendwie Angst, dass die Platte voll läuft. Ich weiß überhaupt gar nicht, wie lange ich schon spiele. Man verliert hier so ein bisschen Zeit und Raum, habe ich das Gefühl. Huch. Na toll, hat der Kuchen mir direkt in die Seele geschissen. Ein guter alter Seelenkuchen. Ist ja zum Glück nicht ätzend. Das wollte ich überhaupt nicht machen. So, Spiel gespeichert. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem wirklich unglaublich... Also es ist wirklich ein wunderschönes Spiel. Ich kann gar nicht erwarten, bis die Story weitergeht. Leider stelle ich mich natürlich auch selten dämlich an, aber es ist natürlich auch ein Jump'n'Run. So, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme wieder. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und tschüss. Mit Füß. Keine Ahnung. Tschüss. Herzlich willkommen zurück bei Ori and the Blind Forest. Und wir befinden uns hier momentan in einem sehr toten... Ah, sieh mal an, wer wieder da ist. In einem sehr toten Abschnitt des Waldes. Eine Sekunde, den nehme ich nochmal mit. Ja. Ich glaube nämlich, dass die Herrschaften besonders viel Energie geben. Also nicht Energie, sondern diese Erfahrungskügelchen geben. Deswegen nehme ich den so gerne mit. Und ich glaube, an denen könnte man theoretisch sogar farmen. Ich probiere gerade mal was. Ist der jetzt wieder da? Wenn ich jetzt zurückgehe? Spawnt der wieder neu? Naja, scheinbar gerade nicht. Nur Herr Kuchen ist noch da auf der rechten Seite. Aber hier scheint wieder alles friedlich zu sein. Na gut. Da nach links sollen wir offensichtlich ja noch nicht sein. Deswegen würde ich vorschlagen, wir gehen vielleicht erstmal woanders hin. So, hier geht es zum Dornensumpf. Ich muss erstmal wieder reinkommen, merke ich gerade. Schon wieder ein bisschen nicht gespielt. Jetzt muss ich erstmal wieder reinkommen. Aber das kriegen wir schon hin. Huch. Wer ist denn der freundliche Herr im Vordergrund? Und wo geht's denn? Da unten geht's nirgends hin, ne? Ne, da komme ich gar nicht hin. Hui. Es macht immer Spaß, auch nur einfach so zu springen. Ach, guck mal, wer wieder da ist. Diesmal hat's ein bisschen besser geklappt. Und wie man sieht, wir kriegen 44 XP dafür. Ich sag mal einfach XP dazu. Das heißt, ausnehmend viel. Wo sind wir denn hier gelandet jetzt? Das sieht aber ungastlich aus. Uah. Ich glaube, das Gestrüpp. Ich ducke mich hier mal ganz kurz. Ach, hier ist ein Fels genau vor uns. Okay. Ja, so, wir warten hier ganz kurz.
Ah, der Fels gehört da hinten in die Ranken. Der gehört nicht da vorne hin, wie es aussieht. Ist egal, wir schieben den trotzdem mal ganz kurz hin. Und hier können wir nochmal speichern. Spiel gespeichert. Einmal kurz meditiert. Sonst ist hier nichts. Sonst ist ja gar nichts. Spätestens jetzt wird klar, dass der Felsen... Oh, ich hoffe, ich krieg ihn noch weg. Hier, so. Du kleine, tapfere Kreatur. So klein und so stark. Ich bleib nochmal ganz kurz vorsichtshalber hier. So. Das muss jetzt also in die Grube. Na, so weit wollte ich... Ah, guck mal da, XP. Die nehme ich einfach mal mit. Und wieder 44 und schon sind wir wieder auf der Hälfte. Komm ich da oben hin? Nein, so schon mal nicht. Das war ja sehr schlau. Hä? Was? Das wollte ich gar nicht. Hä? Wie bin ich jetzt hier reingeraten? Was ist denn los? So, wir haben nur noch einen Health-Kügelchen. Ich muss ein bisschen vorsichtiger spielen. Während Ori dem Wald Licht und Hoffnung brachte. Gaben andere nach und wurden von Finsternis und Furcht umfangen. Ein Gumon aus den Elendsruinen. Wir müssen seinen Fußabdrücken folgen. Lass uns holen, was er gestohlen hat. Neues Ziel, gewinne die Wasserader zurück. Das machen wir natürlich. Drücke X, um sein zuzuhören. Das ist also sein. Der große Baum sein. Aber ohne die Wasserader bleibt der Ginso-Baum verschlossen. Wir sind also angekommen, wo wir hin sollten. Und jetzt... So, und jetzt müssen wir der Kreatur folgen, die offenbar nicht angegriffen wird. Okay, ein bisschen Energie haben wir noch. Wir kriegen noch 39 und haben bald wieder den nächsten Fertigkeitenpunkt. Und da haben wir die Kristalle wieder. Ich will aber nicht ins Unbekannte springen. Da hinten links geht's noch weiter. Kommen wir da hin? Hm? Ja, kommen wir noch. Ah, und wir kriegen... Naja, vielleicht auch nicht. Okay, da unten ist irgendwas faul. Diese Krater da, da ist doch irgendwas faul. Rechts ist noch so ein Dingens. Ich hab's gewusst. Ich hab's gewusst. Oh, au, au, au. Mist, hab ich nicht gesehen. Gibt 15 XP. So. Und da ist der nächste Krater. Gibt auch wieder 15 XP. Ach, verdammt, der hätte mir bestimmt... Da unten kriege ich noch ein bisschen Gelb. Das Problem ist nur, dafür müsste wahrscheinlich gleich noch einer... Die Qualm aber immer noch lila. Die sind nicht tot, wie es aussieht. Och, Glückwunsch. Und wir dürfen ja nicht ins lila Wasser gehen. Irgendwie können wir noch tauchen. Ich weiß aber noch nicht genau wie. Also wir kriegen noch die Fähigkeit dafür. Das dauert aber noch eine ganze Weile. Dann können wir hier auch überall rumtauchen. Und da unten qualmt alles. Der freundliche Herr Kollege. Ach du Heilige.